8 Ochsenkotelettbraten mit Kirschketchup. Vorzubereitungszeit, ca. 31 Stunden. Zutaten für ca. 8 Portionen. Das braucht man: Küchengarn für den Kirschketchup, Zutaten und Zubereitung, siehe links. Außerdem 2 Knoblauchzehen, 1 Ochsenkotelett am Stück, Klammer auf ca. 2,5 Kilogramm mit 3 Rippenknochen, eventuell beim Fleischer vorbestellen, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 4 bis 5 Rosmarinzweige, 5 Esslöffel Olivenöl, 2 Kilogramm kleine neue Kartoffeln, 1 Esslöffel Kümmelsamen, ca. 3 Esslöffel Zitronensaft, 2 und Kerbel 1 unterstrich eventuell bereits am Vortag den Kirschketchup kochen, wie links beschrieben. Den fertigen Kirschketchup in eine Flasche umfüllen und abkühlen lassen. Zweitens Backofen auf 80 Grad vorheizen. Eine Knoblauchzehe abziehen. Fleisch damit sowie mit Salz und Pfeffer rundum einreiben. Die Rosmarinzweige mit Küchengarn am Kotelett befestigen. Fleisch in einem Bräter auf dem Herd in 2 Esslöffel Öl kräftig anbraten. Dann im vorgeheizten Ofen 90 Minuten garen. Nun Ofentemperatur auf 100 Grad erhöhen, Fleisch 40 Minuten garen, Klammer auf, dabei eventuell einmal wenden, Klammer zu. Dann das Kotelettstück bei 220 Grad in ca. 10 Minuten crossbraten. Vorm Aufschneiden Fleisch noch 5 Minuten ruhen lassen. Inzwischen übrigen Knoblauch abziehen, fein würfeln. Kartoffeln gründlich waschen und in gesalzenem Wasser mit dem Kümmel darin zugedeckt, in ca. 20 Minuten weich kochen. Abgießen, ausdampfen lassen. Dann mit übrigem Öl, Klammer auf, 3 Esslöffel Klammer zu Knoblauch-Zitronensaft und gehacktem Kerbel mischen. Ochsenbraten mit den Kerbelkartoffeln sowie mit dem Kirschketchup anrichten.